Ja, cool, ist also der zwei, der nächste. Der Weg nach vorn, meine Geschwister. Mit dem Tod des Kalifen ist uns ein wertvoller Bauer verloren gegangen. Seid beruhigt, das Spielbrett wurde mit neuen Figuren erneut aufgebaut. Aus der Asche all dessen, was wir erschufen, werden neue Feuer entspringen. Facht die Flamme des Widerspruchs an, seht Misstrauen und erntet euren Lohn. Anarchie ist unser Verbündeter. Ordnung wird sich aus dem Chaos erheben. Die Falle wurde gelegt. Al-Bahamut, Kopf der Schlange. Es zum Oberhaupt. Kein Zweifel. Fassil steckte bis zum Hals im Orden. Zum Oberhaupt des Ordens, Al-Bahamut, Grüße aus dem Haus der Weisheit. In diesem Brief will ich voller Stolz einen Fortschrittsbericht geben. Das Feuer ward gelegt und bot die perfekte Deckung für den Diebstahl seltener und kostbarer Bücher, um bei der Übersetzung des rätselhaften Werks zu helfen. Die neue Gruppe Forschungsobjekte hat sich indes als gewinnbringend für unser Vorhaben, die Geheimnisse des menschlichen Gehirns zu entschlüsseln, erwiesen. Solche Arbeit kostet jedoch viel Zeit und Mittel. Hast du über meine Bitte um zusätzliche Unterstützung nachgedacht? Mit geordneten Grüßen, Arabisu. Die Notizen des Gelehrten. Er glaubt an diese alten Wesen. Die Herren der Erinnerung. Ich bin so nah dran. Ich kann es geradezu schmecken. Ich brauche nur mehr Zeit, bessere Forschungsobjekte und eine Übersetzung des verfluchten namenlosen Buches. Sobald aber das große Werk seinen Dienst erfüllt, werde ich in die Tiefen des menschlichen Geistes vordringen können. Dies wird mir die Geheimnisse des Universums offenbaren. Sorry, das muss es. Macht jenseits aller Vorstellungskraft unerträumte Wunder, alle Geheimnisse der Alchemisten und all das folgt meinem Befehl. Na gut. Ah. Ja, dann kommen wir dann raus. Okay. So, Verkleidung erstmal ablegen. Brauchen wir ja nicht mehr. Und dann zum Haus der Bruderschaft und Bericht erstatten. Dann mal den nächsten weg. Sehr schön. Hast du diesen Ort gefunden? Das war leicht. Ich musste nur der Blutspur folgen. Du solltest nicht hier sein. Redest du mit ihm? Manchmal. Ja. Doch er antwortet nicht. Ich schon. Wir haben uns auseinandergelebt. Seit jenem Tag. Was wir erlebten dort im Palast. Das Licht. Diese Geräusche. Das kannst du doch nicht vergessen haben. Anders als du, Nihal, lass ich die Vergangenheit ruhen. Gestern ist Vergangenheit für dich? Und dein Djinn, dieser abscheuliche Schatten, der auf deiner Brust liegt, ist er auch in der Vergangenheit? Nein. Der ist noch hier. Manchmal, sogar am Tage, spüre ich seinen Atem im Nacken. Der Albtraum dringt in die Realität ein. Oder war schon immer ein Teil von ihr. Er ist Teil deiner Wirklichkeit, Basim. Auch ich bin Teil deiner Wirklichkeit. Und deiner Vergangenheit. Sag, wirst du mich dort ruhen lassen? In einem Winkel deiner Erinnerung? Das werde ich nicht.
Wenn du aber einen mechanischen Teppichfeger erfinden könntest. Hm. Basi. Es ist getan. Und wie hat es sich abgespielt? Ich fürchte, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Heben wir sie uns fürs Lagerfeuer auf. Das hast du gut gemacht. Ich muss wieder an die Arbeit. Du weißt, wie schnell ich mich langweile. Danke für alles, was du getan hast. Ich meine es ernst. Das hast du gut gemacht. Eine Sache noch. Arib, war sie beteiligt? Nicht, dass ich wüsste. Doch wir müssen wachsam bleiben. Jetzt noch ein bisschen meditiert. Ja, anscheinend mehrere Tage, Stunden, Wochen, Monate, whatever. Rang gestiegen. Rang erreicht. Achso, das können wir schon. Wir können eine weitere Fähigkeit dazu holen. Gespür, okay, das, ja, das hat das mit dem Weg, genau. Wir machen aber das hier noch mit. So. Ne, das hier sind die Attentäter-Konzentrationserweiterungsdinger, ne? Ja, da brauche ich erstmal noch keine für. Benutze ich sowieso selten, bis gar nicht. Gut, 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 gut. Frieden, Zadik. Sei gegrüßt. Verbessern. Wenn du das irgendwie besser machen kannst. Das ist mein Angebot. Gehen wir mal noch auf den Einser, damit wir auch was haben, endlich. Zeit der Nutzungen, Entfernung geregner Explosionen angezogen werden, erhöht die Entfernung, Hilfsmittel werfen kannst. Nehmen wir das und das ist so. Hier darf ich jeweils nur eins, ne? Ja, ne. Ich glaube, das ist sogar sinnvoller, weil das Schlafen wird eh nicht aktiviert, weil der Berserkerfall ja aktiv ist. Ach nee, warte mal, stopp, das ist ja das mit dem, dass sie am Ende sterben. Ja, nee, alles gut. Sonst noch was? Das muss definitiv mit da rein. Bemerkenswert. Meinen größten Dank. Auf bald. Keine neuen Aufträge, sehr gut. So. Das heißt, wir sind hier ja erstmal durch. Wir haben dann da... Jetzt eine Dolche, suche Rivka im Bruderschaftshaus auf. Sprich mit Ali am Tor. Wattenmacher. Ja, erst offiziell bin ich ja noch Novize. Das heißt, ich sollte da draußen sowieso noch nicht rumgeistern, wahrscheinlich. Also in der Mitte. Okay. Ich habe irgendwie gefühlt hier keine Ausrüstungsturm gefunden. Interessant. Darwins Artefakt fehlt mir da auch noch eins. Okay, dann machen wir jetzt mal als nächstes das da. Gucken mal, was uns der nächste... Achso. Wer der nächste sein könnte. Dafür Aussichtspunkt hier. Fast traveln und dann... Dann brauchen wir nicht durch die ganze Stadt laufen. Etwas Illegales zu tun, zieht Aufmerksamkeit auf dich. Hm. Was ist er denn da? Hui! Okay.
Nee. Runter, bitte. So. Okay. Ort entdeckt. Bab Ash-Shakir. Ach, das Tor. Oh, oh. Tut mir leid. War nicht mit Absicht. Hey! Halte Abstand. Ja. Geh einfach ohne mich zum Rennen. Hasim! Ali! Bereit? Wir müssen los! Bin bereit. Lass uns gehen. Wir müssen nach Jar Jaraya aufbrechen. Seid seltsam. Ihr gebt mir Waffen, die ich nicht benutzen soll, und überlasst mir die Ehre für eure Siege. Krieg wäre schlecht für alle. Vor allem für dich. Da sprechen deine Meister aus dir. Na, stört es dich nicht, dass die, denen du gehorchst, auch die Regeln erschufen, die Gehorsam von dir verlangen? Sie beherrschen mich nicht. Ich bin frei. Ich kämpfe, damit andere auch so frei sein können. Alles, was du tust, dient den Verborgenen. Eine komische Vorstellung von Freiheit. Die Verborgenen sind meine Familie. Das ist kein Widerspruch. Wenn du es sagst. Einst lebte ich auf der Straße und war nur mir Rechenschaft schuldig. Doch ich war nicht frei. Und nun, da andere dir sagen, wer du bist, bist du freier? Das kannst du nicht verstehen. Ich verstehe es besser als du. Ach ja. Palmenhain. Da muss ich gleich mal gucken. Eins der Rätsel war ja auch hier in dem Dorf. Jar Jaraya. Sorry. Eine Scherbe. Wenn du wahrhaft frei bist, wieso kämpfst du dann innerlich? Wie meinst du das? Ich kämpfe nicht mit mir. Ich sehe, dass deine Gedanken deinen Gefühlen widersprechen. Du wirst nie die Wahrheit finden, wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist. Niemand vermag zu sehen, was ein anderer denkt. Die meisten nicht. Doch sieh mich an. Ich gehorche niemandem. Niemand herrscht über mich. Ich bin frei. Ich weiß nicht, was du bist. Ich will mich umsehen, bevor Beshi mit den Leichen in Jar Jaraya eintrifft. Das wäre klug. Die Leute hier sind bereits verärgert. Nach den Bestattungen wird es noch schlimmer sein. In der Nähe ist ein Teehaus. Teetrinker tratschen. Vielleicht bekommst du damit, wer Jagd auf unsere Leute macht. Und was tust du? Ich habe meine eigenen Nachforschungen anzustellen. Komm hierher zurück, wenn du etwas erfährst. Mhm. Okay, wir holen uns jetzt erstmal die Scheibe da unten. Das wird definitiv Akt Nummer 1 meiner Nachforschungen sein. Diese Person sieht verdächtig aus. Das sehe ich mir mal an.
Ja, diese Person ist auch tot. Noch eine Scherbe. So, Scherbe haben wir. Das Messer ist mir jetzt erstmal kurz egal. Da hinten ist noch ein Darwins-Artefakt. Das hätten wir damit dann auch. Seidenstraße. Der deutsche Geograf Ferdinand von Richthofen prägte den Begriff der Seidenstraße im Jahr 1877, um das eurasische Netzwerk von Handelswegen von der Antike bis zum Mittelalter zu beschreiben. Obwohl der Begriff prägnant und wohlbekannt ist, ist er auch etwas irreführend. Es gab nie eine einzelne Straße, die China und Mitteuropa verbunden hätte. Fast niemand reiste von einem Ende des Kontinents zum anderen und es wurden sehr viel mehr Waren transportiert als nur Seide. Einige geografische Gegebenheiten in der Himalaya, das Zagros-Gebirge, die Taklamakan-Wüste gaben bestimmte Reisewege vor, aber wechselnde Wetterbedingungen und politische Spannungen zwangen die Reisenden oft dazu, von der geplanten Route abzuweichen. Die Länge von 12.000 Kilometern, bedeutete, dass nicht viele Menschen die gesamte Strecke zurücklegten. So entstand ein Heer von Mittelsmännern, die Waren austauschten, ohne selbst viel weiter als 50 Kilometer zu reisen. Glas aus Bagdad konnte so nach Korea kommen, ohne dass ein Händler aus Bagdad es begleitete. Der allgemeine Eindruck war der eines globalen Netzwerkes, das die Landwege von in Ost-West- und Nord-Süd-Richtung mit den Seewegen auf dem Indischen Ozean verbanden. Bagdad, das über den Tigris mit dem Indischen Ozean verbunden war und unweit des wichtigsten Passes über das Zagros-Gebirge lag, hatte daher den idealen Standort, um von den Handelswegen zu profitieren. Das wusste auch der Gründer der Stadt, Kalif al-Mansur, der den Historiker al-Tabari aus dem 9. Jahrhundert zufolge bei der Gründung der Stadt erklärt hatte: Hier ist der Tigris und nichts steht zwischen uns und China. Auf ihm wird alles kommen, was die See uns bringen kann. Hier am oben. Guangzhou. Okay. So, was haben wir denn hier noch? Da ist noch ein Rätsel, das wir noch mitnehmen können. Das war direkt neben uns anscheinend. Na gut. Hier bist du nicht. Aber ich finde dich. Bürger, willkommen. Sorgt ihr euch, dass euer Kind krank wird? Oder stöbere durch meine unerreichte Außenantrieb. Die besten Raum wachsen. Das muss das Teehaus sein, von dem Ali sprach. Ja, Saidi. Ich bitte tausendfach um Verzeihung. Überausfähige Sandsklaven verschwinden. Und noch ein Rätsel. Nein, schweig. Hol mir einfach meinen Tee. Nehmen wir den noch, können aber dann mal ganz kurz gucken, weil ich ja auch im... Modebewusst, grüner Eingeweihter von Alamut. Gut, das können wir noch machen. Das ist ja nicht schlimm. So, Inventory, Tasche. Ja, ordentlich was an Sammelobjekten. Ernte in den Räumen. Ja, du Scheiße. Cthulhu? Ist es Cthulhu? Irgendwas mit Ruinen und Baum und Cthulhu und was? Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Das Geschenk ist das, was er in den Fluss geworfen hat. Glück unter trauernden Palmen.
Oh, das könnte das Palmendings sein, oder? Schnell für mich, Kaufleute in dem Dorf nordwestlich von Yara. Weigern sich ihren. Achso, das ist das, was. Ja, okay. Aber Yara ist ja nicht das, wo wir jetzt sind, oder? Doch. Nordwestlich in dem Dorf. Also hier irgendwo. Palmendingens sind doch. Der Palmen. Ach, hier ist das Dorf. Das ist das kleine Dorf nordwestlich von Yara. Ist das hier nicht der Palmenhain? Nee, der war hier oben, ne? Wir gucken mal erstmal gleich nochmal oben auf den Aussichtspunkt und nehmen dann mal den. Ihre Herren und Pflichten verraten haben. Die Spitzel nehmen Berichte über jene entgegen, die das Kalifat Zeit, in der wir in und das System, das uns schützt, mit Füßen treten. Wer etwas sieht, meldet es an Was? Die Armen sind nicht schuld, dass sie arm sind? Na, das stimmt wohl. Aber halt auch nur zum Teil. Eine Truhe, danke. Und sinken. Okay. Okay, haben wir hier noch irgendwas Wichtiges drinnen? Nee, ne? Hier ist erstmal sonst alles weg. Safe und irrelevant. Dann ist noch ein Gebäude, was mal noch nicht so wichtig ist. So, wir gehen mal in das Dorf hier oben. Und gucken mal, ob wir da. Dorf hat irgendwer seine Steine nicht bezahlt. Die Frage ist nur wer. Ist das überhaupt schon hier? Nein, das ist gar nicht hier. Ist noch weiter da oben. Könnt ihr dieses Hütchen bitte mal galoppieren? Das will nicht galoppieren. Jetzt, okay. Oha, komplett abgebrannt. Mit Truhe. Oder sonst ist hier nichts. Ist das denn doch das kleine Dörfchen hinter mir? Ist da? Schwierig. Gut. Wir haben in der Tasche ja noch das andere. Mit dem Palmenhain. Das war das hier, ne? Ne, das war das mit den Ruinen. Irgendwas mit dem Löwen. Da. Brücke über Fluss und dann sind da drei. Okay. Huch, nein. Könnte das hier sein aus der Nähe? Ach, keine Ahnung.
Es könnte halt irgendwie überall sein. Der Palmhandel geht ja bis hier unten hin. Ach, scheiße. Okay. Fluss und eine Brücke. Gibt es hier denn irgendwo eine sichtbare Brücke? Die muss ja irgendwie sichtbar sein, gehe ich mal von aus. So ein großes Dittingsform und da läuft auch ein Fluss einmal quer durch die drei Dinge. Okay. Uch, nein. Mann! Entweder ein Fluss oder ein Weg, der direkt durch die Felder geht. Kleiner. Ist das schon hinter der Stadt? Hier jetzt gerade. Das ist es nicht. Das ist zu viel. Ach, diese Rätsel sind halt einfach zum Teil auch echt nervig. Deswegen ignorieren wir sie jetzt auch einfach weiter. Ich habe keine Lust mehr. Gut. Schnell reisen wir mal einmal wieder zurück. Teehaus. Alle, die dazu in der Lage sind, ihre Kinder in der angemessenen Glaubensausübung zu unterweisen.